Der größte Push für Bitcoin und Kryptowährung im Allgemeinen wird ein ETF sein. Hallo meine Freunde, euer Coach hier, Cecil. Ich melde mich aus einer einwöchigen Zwangspause zurück. YouTube war so lieb und hat wieder meinen Kanal gesperrt für eine Woche. Hat ein privates, altes Video von vor einem Jahr genommen und mich einfach abgemahnt. Wie dem auch sei, meine Freunde. Lass uns jetzt heute auf Finanzen konzentrieren, speziell auf den Kryptomarkt. Es ist jetzt in der einen Woche sehr, sehr viel passiert. Wir werden es nur so kurz anreißen. Alles, was passiert ist, ist echt krass. Bitcoin oder allgemein der Kryptomarkt ist jetzt nach meiner Meinung keine Beratung, was ihr hier seht, sondern wirklich nur Entertainment. Nach meiner Meinung ist jetzt kurz davor, wirklich auszubrechen. Also die nächsten 2-3 Monate werden in meinen Augen sehr, sehr krass im Kryptomarkt. Und schreib auf jeden Fall rein, welche Themen dich am meisten interessieren. Ob Finanzen, wir werden alles besprechen. Gesundheit, Finanzen, finanzielle Unabhängigkeit aufbauen, Kryptomarkt. Schreib einfach unten rein, welches Thema dich am meisten interessiert. Dann werden wir das auf jeden Fall alles machen. Auch Ernährung, wir werden alles in der nächsten Zeit machen. Ich versuche öfter Videos rauszubringen, aber dann kürzer und alle Themen, weil alle Themen sind wichtig, okay? Also wir starten jetzt. Bevor wir starten, einmal kurz den Like-Button drücken und ihr wisst, Kanal abonnieren. YouTube versteckt meine Videos vor allem, deswegen auch gerne teilen. So, wir starten jetzt. Und zwar, was gibt es alles für Neuigkeiten? Es gibt im Kryptomarkt wirklich extreme Neuigkeiten, also wirklich extreme Neuigkeiten. Einmal hat Visa sich wieder eingeschaltet und ihr wisst ja, Visa wird auch Kryptowährungen anbieten. Also sie bauen jetzt praktisch ein Cross-Chain-Payment-System. Das heißt, man kann auch aus unterschiedlichen Währungen. Ganz kurz erklärt, wirklich, ich will alles nur anreißen. Wenn du jetzt zum Beispiel bei web.de bist und du willst jemandem anderen eine E-Mail schreiben und der ist bei Google Mail oder was auch immer, dann kannst du das praktisch nicht, stell dir das vor, sondern da ist es natürlich wichtig, dass man zwischen allen E-Mail-Adressen hin und her versenden kann. Und das ist genau das Gleiche. Wir sind noch in den Babyschuhen beim Kryptomarkt und wenn du jetzt von Ethereum zu einer anderen Blockchain und hin und her, das ist zum Teil nicht so einfach. Und deswegen bauen sie praktisch das Fundament, was man braucht, um nicht nur zwischen Kryptowährungen hin und her zu tauschen, sondern auch von, wenn später der digitale Dollar da ist und der digitale Euro und alles, dass es ohne Probleme einfach hin und her getauscht werden kann. Daran arbeiten sie und das ist sehr, sehr krass, weil es ist sehr, sehr wichtig und in Zukunft wird es so sein, dass man sagt, ey, wisst ihr noch, früher Ethereum, da waren die Gas-Fees so teuer und wisst ihr noch, da konnte man gar nicht einfach auf andere Blockchains verschicken, also das ist jetzt praktisch das Fundament, was gebaut wird. Dann, nächster ganz krasser Punkt, die Fed hat gesagt, nein, wir wollen nicht wie China Bitcoin oder Krypto verbieten. Was sie natürlich wollen, sie sind hinter diesen Stablecoins her, weil die direkte Konkurrenz ist zu den Fonds, zu den Staatsfonds. So, wenn die Staatsfonds irgendwie 2-3% machen, ganz sicher, aber damit macht man sicher Minus, weil die Inflationsrate ist bei 5% und du hast einen Konkurrenten da, der über Stablecoins, Staking oder Lending einfach mal 8, 9, 10% anbietet oder bei Encore-Protokoll 20%, dann ist das natürlich die größte Gefahr für die Banken. Also deswegen gehen sie nicht nach Bitcoin, also sind sie nicht hinter Bitcoin hinterher, sondern gerade hinter Stablecoins. Und das hat er hier nochmal ganz, ja. Sie wollen die Technologie nicht stoppen, sie wollen aber alles kontrollieren. Das ist das Ziel. So, nächste Neuigkeiten, auch ganz krass. Die ersten Banken, was ich gerade gesagt habe, du kriegst bei einer Bank, wie viel kriegst du da? 0,01% Zinsen? Ja, da bist du 5% im Minus jedes Jahr, weil die Inflationsrate durch die Gelddruckerei einfach eine Katastrophe ist. So, und jetzt gibt es schon die erste Bank, eine französische Bank, die drittgrößte französische Bank, die gesagt hat, Moment mal, DeFi, da kann ich einfach 10% kriegen. Ey, das ist ja voll cool. Da wollen wir selber unser Geld anlegen. Das heißt, die Banken fangen jetzt schon an, selber ihr Geld da anzulegen, weil sie sehen, dass sie da bessere Prozente kriegen. So, und das ist natürlich, wenn man das weiterspinnt, werden sie es natürlich auch gerne ihren ganzen Kunden anbieten, dass sie sagen, hey, alles klar, wir geben dir jetzt nicht mehr 0,0001%, sondern wir geben dir jetzt 3%. Sind wir nicht nett? Verlierst zwar immer noch Geld, weil die Inflationsrate höher ist, aber ey, sind wir nicht cool? So, und dann holen sie sich einfach die 10% und machen wieder ihr Ding. So, deswegen muss man das eigene Wissen ansammeln, wie man selber da investiert, wie man selber DeFi nutzt und so weiter. Auf jeden Fall richtig krasser Schritt, dass die Banken jetzt selber sehen, ah, wir können es nicht zerstören, wir können eigentlich gar nichts machen. Das Einzige, was wir machen können, ist, es selbst zu nutzen und unseren Kunden anzubieten, damit wir dann noch mehr Geld machen. So ist es. Dann nächsten ganz, ganz krassen Neuigkeiten, TikTok. Also TikTok hat einfach mal so, ich glaube, fast 700 Millionen Nutzer.
So, und sie kommen jetzt mit NFTs, also sie launchen jetzt NFTs mit verschiedenen Künstlern und sie verstehen, was da für ein Potenzial hinter ist. Und nicht nur das, dass sie in den NFT-Bereich reinkommen und auch ja, über verschiedene Künstler die eigenen NFTs machen, sondern sie haben auch so ein NFT, ja, so ein Verified. Ihr kennt das ja zum Beispiel bei Instagram, wenn du der richtige, die Person bist und bekannt bist und viele Follower hast, dann kriegst du so einen blauen Badge praktisch. So, und das macht Twitter jetzt auch, weil die haben gesehen, okay, alle nutzen diese Crypto-Punks und wie sie alle heißen und ein Crypto-Punk hat dann irgendwie einen Wert von 1 Million oder 2 Millionen und was die Leute natürlich alle machen, sie machen einfach einen Screenshot und nutzen das selber als Profilbild. So als wenn du, sagen wir mal, du hast die Mona Lisa und jeder macht einfach ein Foto von der Mona Lisa und nutzt es als eigenes Profilbild. Dann denkst du, hey, ist voll ungerecht, weil ich habe die Mona Lisa, ich habe dafür 20 Millionen bezahlt und ich will nicht, dass jeder Hans Franz das als Profilbild benutzt. So, und da hat jetzt Twitter einen Verifizierungsprozess eingeleitet, dass sie sagen, okay, wenn du mir nachweist, dass du der richtige Besitzer von dem bist, dann kriegst du da so ein Zeichen noch dran. Das heißt, damit kann man die Betrüger, in Anführungsstrichen, von den echten Leuten separieren. Also, worauf ich nur hinaus will, ist, dass die Adaption über so viele Millionen Menschen und auf den Plattformen jetzt so Mainstream wird, das ist unfassbar. Also wirklich unfassbar. Dann nächster ganz krasser Punkt natürlich, El Salvador, El Salvador, El Salvador. Okay, das erste Land, was Bitcoin als Legal Tender erlaubt hat, also praktisch als offizielles Zahlungsmittel. El Salvador ist jetzt daran und hat den ersten Bitcoin mit Vulkanenergie geschürft. So, da ist kein, da kann man gar nichts mehr sagen. Also das ist wirklich nur erneuerbare Energie, das ist perfekt. Also die nutzen einfach die Vulkanenergie, formen das um und benutzen dann die Energie, um Bitcoin zu erstellen. Das ist krass. Und was noch krass ist, ist, dass mittlerweile, der Bericht ist hier schon ein bisschen älter vom 20. September, mittlerweile die Hälfte aller Bürger in El Salvador, ich glaube, das sind jetzt über 3 Millionen schon, die Bitcoin-App benutzen. Und das ist natürlich extrem krass, weil nur 30% am Bankensystem angeschlossen sind. Also die El Salvadorianer, ich weiß nicht, ob man das so sagt, schreibt mir rein, wenn es falsch ist oder wenn es richtig ist. Auf jeden Fall, die haben im Schnitt 1,4 Handys. Also jeder hat mindestens ein Handy. Aber nur 30% sind am Bankensystem angeschlossen. Und jetzt sieht man hier schon nach so kurzer Zeit, dass die Hälfte aller Bewohner schon die App haben. Das ist krass. Und da gibt es auch so Vergünstigungen, wenn man zum Beispiel mit der App tankt, dann kriegt man irgendwie 20 Cent Rabatt pro Liter oder pro Gallon oder was auch immer. Auf jeden Fall, die Adaption ist halt zu krass. Und wenn wir jetzt nochmal zur Adaption und zurück zu Twitter kommen, Twitter hat ja übers Lightning Network jetzt die Möglichkeit, da haben wir schon ein Video drüber gemacht, muss ich jetzt nicht nochmal machen, dass du mit einem Klick über Twitter dein Geld mit praktisch keinen Kosten in Echtzeit nach El Salvador, nach Afrika, nach Australien, überall, wo du hinschicken willst, sofort schicken kannst, mit einem Klick. Und das macht auch diese ganzen Western Union, MoneyGram und wie sie alle heißen, 400 Millionen Umsatz, macht es alles kaputt. Also von jetzt auf gleich kaputt, die Technologie. Sehr, sehr krass. Was ist auch noch sehr, sehr krass? Morgan Stanley, die Banken, verdoppelt deren Anteil, also deren Investition in Bitcoin. Also verdoppelt. Und was sehr interessant ist, wann haben sie natürlich verdoppelt? Und ich sage es ja immer wieder. Und das ist das Schöne mit Kryptowährung, dass man genau alles nachverfolgen kann und genau nachvollziehen kann, wann die was machen. So, wann haben sie das gemacht? Dann natürlich, wenn alle Banken sagen, ey, voll schlecht. Bitcoin, das ist voll schlecht. Das geht auf null. Also wirklich auf null. Nur MicroStrategy hält sein Geld in Bitcoin, sonst verkaufen alle Menschen auf der Welt. So, und dann, wenn sie über die Medien so viel Shitstorm, so viel bla bla bla, dass der Preis runtergeht, da haben sie am meisten gekauft. Nach April, hier, man sieht das. Ja, also nach April, da wo alle Banken sich zusammengeschlossen haben und gesagt haben, hey, das ist alles der größte Scam überhaupt, haben sie alle gekauft. JP Morgan, Morgan Stanley, alle waren am Start, alle haben es so schlecht geredet. Und jetzt, wo sie gekauft haben, wo sie aufgefüllt haben, 8. Oktober, was sagen sie jetzt auf einmal? Jetzt sagen sie auf einmal, hey, Institutionen kaufen lieber Bitcoin als Gold. Jetzt auf einmal wird alles wieder gut geredet. Also das ist so ein offensichtliches Spiel und man muss sich nur ein bisschen da reinfuchsen und man muss einfach immer nur denken,
man darf nie das glauben, was die sagen, sondern man muss immer gucken, was sie machen. Man sieht das auch mit den Regierungen, es ist wirklich krass. Was ist noch ganz krass? Der größte Push für Bitcoin und Kryptowährung im Allgemeinen wird ein ETF sein. So. Und da gibt es verschiedene ETFs und Fidelity, die sind so groß, das ist eine Investmentfirma, sind so groß wie BlackRock praktisch. Und die haben schon die SEC ein bisschen zur Seite genommen und haben gesagt, hör mal zu, wir wollen ganz gerne einen ETF haben. Und es gibt da verschiedene ETFs und es gibt so einen Futures-ETF. Und das ist natürlich wieder dieser typische Wall Street-Dreck. Also, Gensler von der SEC hat gesagt, okay, wenn, ich weiß nicht, wenn ein ETF und so, na dann vielleicht eher so ein Futures-ETF, aber nicht so ein richtig physisch gebackten praktisch Bitcoin-ETF, wo die Firmen Bitcoin kaufen müssen und dann kann man Teile davon kaufen. Also das heißt, wenn sie ein ETF verkaufen, müssen sie erstmal Bitcoin gekauft haben. Das ist das, was wir eigentlich haben wollen, was den Bitcoin-Preis durch die Decke gehen lässt, was auch schon in Brasilien genehmigt wurde, in Kanada genehmigt wurde. In Kanada gibt es schon verschiedene Ethereum-ETFs und so weiter. Das ist das, was wir wollen. Aber Gary Gensler sagt natürlich, nee, also so Bitcoin kaufen und dann so das anbieten, nee, das hört sich nicht so gut an. Also was ich mir vorstellen könnte, sind so Futures-ETFs und das ist wieder der typische Wall-Street-Dreck, wo du nicht ein Bitcoin, du brauchst gar nichts kaufen. Du wettest nur mit Papier auf den Bitcoin-Kurs. Und das ist wieder das typische Handwerkszeug von der Wall Street, was seit Ewigkeiten da ist und was nur den Markt manipuliert ohne Ende. So, und das ist er natürlich wieder eher gewillt, das zu genehmigen. Und da sieht es wohl so aus, sagt hier ein Analyst von Bloomberg, sagt, okay, dass im Oktober ein ETF, ein Futures-based ETF kommt, das ist zu 75%, sieht er, die Chance ist das sicher. So, mal schauen, ob das wirklich sein wird. Wird der Bitcoin-Preis oder allgemein, wird es dann einen Push geben? Ja, ich denke, es gibt trotzdem einen Push, obwohl bei dem ETF muss nicht ein Bitcoin gekauft werden. Einmal kann es dann sein, dass trotzdem noch ein physical-backed ETF ja, genehmigt wird danach, das kann sein, dass es noch passiert, aber alleine wegen dem Hype, weil dann alle sehen, oh was krass, es gibt jetzt schon ein ETF, ein Bitcoin-ETF, was, und obwohl das nur ein Futures-ETF ist, das verstehen dann viele nicht und denken, ah, dann kann ich ja jetzt auch in Bitcoin investieren. So, es wird einen Push geben, egal wie, aber es ist halt genau das, was wir nicht wollen. Aber, jetzt sagen einige, Moment mal, aber da ist doch am 5. Oktober ist doch irgendwas genehmigt worden, da ist doch ein Bitcoin ETF schon genehmigt worden. Und nein, war es leider immer noch nicht. Wir warten ja immer noch auf diesen Bitcoin-ETF. Das war ein ETF, wo du nicht in Bitcoin investierst, wie man das ja denken sollte, sondern es war ein ETF, der einige Firmen in den Topf geschmissen hat, die in Bitcoin investiert haben. Also das ist auch wieder kein direkter Zugriff auf Bitcoin, sondern es ist nur so, dass sie sagen, hey, MicroStrategy hat doch in Bitcoin investiert, alles klar, dann tun wir die da rein. Dann Square, die haben ja auch in Bitcoin investiert, dann tun wir die da rein. Dann tun wir Tesla da rein. Dann tun wir die ganz normalen Firmen, die an Börsenmarkt sind, die tun wir da rein und schnüren dann daraus ein ETF. Ja, warum sollte das auch nicht genehmigt werden? Das sind ganz normale Firmen an der Börse. Also so, ja, natürlich wird das genehmigt. So, aber da haben halt einige gedacht, oh, was, ein Bitcoin-ETF ist genehmigt worden, ja, aber das ist auch wieder nur so ein Nothing-Burger praktisch, also ist auch wieder nichts Tolles. Also Futures-ETF, Bitcoin-ETF, auch wieder Wall-Street-Dreck, aber wir schauen mal, ob es irgendwann vorangeht. Wenn das vorangeht, wenn so ein ETF von Bitcoin, später auch von Ethereum genehmigt wird, dann wird es richtig, richtig durch die Decke gehen und da gibt es einige Charts, die sagen, ja, das kann gut noch in den nächsten Monaten bis 200.000 hochgehen, aber das machen wir im anderen Video. Jetzt wollte ich erstmal einfach kurz berichten, wie es aussieht, wie der aktuelle Stand ist. Schreibt unten in die Kommentare, welche Videos ihr am liebsten sehen wollt und das Wichtigste ist, koppelt euch immer vom System ab und das erkläre ich ganz genau in meinem angepinkten Kommentar unter diesem Video und das war es erstmal für heute. Ich bin gespannt auf eure Nachrichten, welche Themen ihr am meisten sehen wollt, Gesundheit, Finanzen, finanzielle Intelligenz, Persönlichkeitsentwicklung, Mindset und so weiter. Schreibt uns rein und das war's für heute. Bis dann, euer Coach. Tschüss.